1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 50 50. So Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Sendewoche. Wir haben wie immer montags eine freie Themennacht und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an. Ruft an unter 0800 220 50 50, faxt unter 0800 220 50 51 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Anna. Ja, Anna. Und Anna ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Anna. Das brummt aber bei dir da. Ja, es kann mein Telefon sein, aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich glaube, es geht so. Geht so, oder? Ja, es geht so. Ja. Um was geht's denn bei dir? Es geht um Dreiecksbeziehungen. Dreiecksbeziehung? Ja. Erklär das Dreieck mal. Ich gehe mal davon aus, dass du ein Teil dieses Dreiecks bist. Ja, klar. Ja. Ich lebe ungefähr mit einem Mann ein Jahr in einer Beziehung. Ja. Von dem ich von Anfang an wusste, es gibt so eine andere Frau. Halt. Ah ja. Das habe ich gut akzeptieren können, die ganze Zeit. Halt, und bin gut damit umgegangen. Also er ist einer. Ich bin nervös. In einer. Ich mache mir immer einen Hinweis an meine Regie. Wenn das mit dem Brummen zu stark wird, dann müssen wir dich nochmal neu anrufen, weil ich höre es sehr stark, aber das geht nicht unbedingt so über den Sender auf, wie ich es höre. Also ein Jahr mit einem Mann zusammen, der aber auch schon eine Frau hat. Der eine lockere Beziehung zu einer anderen Frau hat. Ja. Also mit mir ist das die ernstere Beziehung, mit ihr die lockere Beziehung. Ja. Und ich habe das immer sehr gut mit umgehen können, denke ich so halt. Aber irgendwann kommt man so an so eine Grenze, wo man denkt, geht Dreieck überhaupt? Ach, das ist das Dreieck. Das heißt, das ist dieser Mann und die Frau. Es gibt nicht noch bei dir noch einen Mann. So hatte ich es gerade anfangen. Nee, bei mir gibt's keinen weiteren Mann. Nee, nee. Ja. Also, weiß denn diese andere Frau von dir, von deiner? Die weiß auch von mir. Die weiß von dir. Kennst du die auch? Nein, die kenne ich nicht. Die will ich auch nicht kennen. Da kann ich besser mit umgehen, wenn ich da kein Bild vor Augen habe. Erzählt denn dein Freund, wie sie mit der Situation umgeht? Ich frage ihn und er sagt, er weiß es nicht genau. Locker anscheinend. Sie hat den Vorteil, sie ist ungebundener als ich. Also sie ist finanziell besser gestellt als ich. Sie kann den... Wir wohnen also nicht alle allein im Ort. Er wohnt mittendrin und wir beide wohnen, also hier nördlich 60 Kilometer und ich südlich 60 Kilometer von ihm entfernt. Achso, das heißt, man läuft sich auch nicht so leicht über den Weg. Man läuft sich überhaupt nicht über den Weg. Ja, ja. So, wo es geknallt hat jetzt, ist halt, gestern hat er Geburtstag gehabt. Er ist gestern 40 geworden. Und wir hätten gerne beide mit ihm feiern wollen. Klar, das sind so Tage dann, ne? Ja, und da. Es hätte Silvester ja auch schon knallen können, ne? Silvester waren wir zusammen. Ah ja. Heiligabend waren wir zusammen, Ostern werden wir zusammen sein. Er entscheidet diese Tage immer für mich. Sein Geburtstag habe ich ihn nicht gefragt. Ich habe gesagt, entscheid du das. Ja, jetzt war sie dann halt da. Und da ist es bei dir irgendwie geplatzt, ja, das bei Ganze. Mir ist das so. Ja, mal, was ist denn mit dem Typ los? Warum hält der sich zwei Frauen, sage ich jetzt mal ganz, ganz böse? Freiheitsdrang. Wenn er das zugesteht, nehmen sie sich das auch, wenn man das mitmacht. Und ich habe ihm immer gesagt, ich bin nicht diejenige, die sich vor die Wahl stellt. So, ich erpresse nicht, ich sage nicht so die oder ich, sondern ich sage, ich gucke, wie ich damit klarkomme. Ja. Und dann entscheide ich das. Immerhin ist es schon ein ganzes Jahr. Ja. Und irgendwie höre ich so, wie du das erzählst, vielleicht steht das alles nur unter dem Eindruck des Geburtstages, aber immerhin, dass du da nicht so glücklich mit bist. Eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich gern, dass er sich für mich entscheidet. Klar. Natürlich. Ja. Und es war schon auch immer angesagt, ja, bis Ende des Jahres beende ich das. Und, aber er hat mir gestern klipp und klar am Geburtstag gesagt, ich kann das noch nicht beenden. Und habe ich gesagt... Warum? Ich frage ihn, was gut ist mit ihr. Sex ist gut mit ihr. Das ist eine andere Art von Sex, als wir haben. Mehr will er aber auch nicht sagen. Bist du sicher, dass die engere Beziehung zwischen euch beiden läuft, als denn zwischen den beiden? Sagt er dir da die Wahrheit? Oder stellt er dich damit nur so ruhig? Vielleicht sagt er da genau dasselbe ihr. Nee, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja? Weil sie ist verheiratet, sie will aus der Ehe raus, sie würde gern mit ihm zusammenziehen, sagt er, um Gottes Willen.
Ich habe ein Kind, ja. Er geht hier mit mir und meinem Kind gut um. Er ist hier liebt er diese andere Frau? Er sagt nein. Er sagt nein. Er sagt sogar nein. Er sagt, ich mag sie. Er sagt nein, er liebt sie nicht. Ja. Sagt er zu dir, er liebt dich? Er hat es mir gesagt, aber er ist sehr zögerlich damit. Er sagt, ich aber mag dich, es ist an der Grenze zur Liebe, aber er will sich, glaube ich, alles offen halten. Hör mal, das ist aber auch ein Hansel, den du da hast. Das finde ich, provokant. Das ist schwer, ja. Ja, nee, das finde ich provokant. Wenn er dir ins Gesicht sagt, was ich, vielleicht stimmt das auch alles nicht. Vielleicht ist das auch ein geschickter Spieler. Der liebt die andere Frau nicht. Finde ich das eine Zumutung, dass er nur wegen des guten Sexes mit ihr zusammen auch noch eine Beziehung hat, wo er schon weiß, dass du das eigentlich nicht möchtest, dass es dir letztendlich wehtut, dass es eine Verletzung für dich ist. Das ist der Knackpunkt, ich weiß es nicht. Ich toleriere das so und bin immer so die offene, tolerante, aber auf einmal tut es mir mega weh, sodass ich wirklich dieses ganze Gefüge in Frage stelle. So, ich entscheide es ansonsten, ob ich Schluss mache mit dir oder nicht so. Wie ist, aber nicht, das meinst du jetzt nicht konkret, kommende Sonntag, ne? Kommenden Samstag haben wir eine Aussprache. Ach so. Woche Zeit ist nach seinem Geburtstag erbeten, wo wir wirklich keinen Kontakt haben miteinander, wo ich sage, ich überlege mir das und schwer. Also, wenn du sagen würdest, du hast ein Jahr, Anna, das musst du dir mal vor Augen halten, du warst ein Jahr tolerant. Das ist schon eine verdammt lange Zeit, finde ich. Und da kann man dir nicht irgendwie vorwerfen, dass du die Kralle bist, dass du drängelst oder dass du ihn unter Druck setzt. Wirklich nicht. Wenn du nach einem Jahr sagst, pass mal auf, mein Lieber, ich kann so nicht leben. Ich bin so nicht glücklich. Ich fühle mich auch so permanent verletzt irgendwo. Ja. Ich muss jetzt eine Regelung finden. Finde ich das eine ganz, ganz klare und legitime Aussage. Und da musste der junge Mann wirklich dann auch eine Konsequenz aus dieser Aussage ziehen. In der Hoffnung, dass er sich für dich entscheidet, wenn er dich wirklich liebt. Denn das mutet man ja auch nicht einem Menschen zu, den man gerne oder vielleicht sogar sehr gerne hat. Ja. Nur weil er mit der anderen gut poppen kann, sage ich es mal, wirklich despektierlich, weißt du? Wenn der dich wirklich mag oder liebt, da muss man doch sich auch irgendwie entscheiden. Wie ist der drauf? Würde der dir das auch zubilligen, so ein Theater? Ja. Das würde er dir zubilligen. Sagt er jetzt. Der kann ja viel sagen. Ja, ja? Wir haben immer gesagt, wir sind sehr offen halt, aber ich will das nicht. Also ich habe auch gesagt, ich könnte es haben, aber ich will das nicht halt. Ne? Ja. So. Ja. Es kann viel gehen. Ja, das ist eine Einstellung. Du willst es nicht so, und dann willst du es bei ihm auch nicht. Und du suchst jetzt nach einer Basis, wie man richtig und gut und für dich auch gut zusammenleben kann. Das Problem ist halt, ich kann ihm nicht die Pistole auf die Brust setzen. Doch, in gewisser Weise ja. Aber wenn er dann weg ist, Anna, was ist er denn dann für einer? Willst du denn dieses jahrelang noch mitmachen? Wenn der sich nach einem Jahr nicht entscheiden kann, entscheidet der sich nie freiwillig. Dann ist das einer, der überall seine Eisen im Feuer hat und sich gut gehen lässt einfach. Dann kommt nach einer gewissen Zeit, vielleicht übertreibe ich jetzt, aber ich sage es mal, vielleicht auch noch eine dritte dazu. Die hat dann das wieder, was toll ist für ihn. Ich weiß es nicht. Also manchmal denke ich, man kann es auch so spezifisch dreieckmäßig leben, aber ich bin mir momentan nicht sicher. Ich habe es leben können, aber ich bin mir momentan nicht sicher. Kann man, bestimmt. Aber entscheidend ist, ob man das gefühlsmäßig auf die Reihe kriegt. Und du kriegst es nicht hin. Und das finde ich auch legitim. Ja. Man muss nicht im unter der Überschrift Toleranz irgendwie alles aus sich herausquetschen, nur weil es irgendwie tolerant ist und toll ist. Ne? Nein, das finde ich schon legitim. Also die Aussprache am Wochenende würde ich schon relativ hart führen. Klar führen, nicht hart, aber klar. Ja, ich bin auch sehr straight. Ne, damit er weiß, woran er ist und dass er vielleicht auch wittert, dass er dich verliert, wenn es einfach so weitergeht. Okay. Anna, in diesem Sinne, ich mache es mal stark. Schluss. Ich krieg das hin auch, nur es ist halt irgendwo so, das betrifft vielleicht andere auch so. Es gibt viele, die in Dreiecken leben, ich weiß das aus dem Freundeskreis und alle tun das manchmal so weg, einfach so. Ja, ist halt so und ich will das aber angehen. Anna, alles Gute. So, fürs Wochenende. Danke dir. Alles Liebe, tschüss. Ciao. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Karin, 34 Jahre alt, die ist jetzt hier bei mir. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Karin. Ja, ich habe fast das Gleiche wie die Anna. Ich hatte 4 Jahre eine Dreiecksbeziehung. Ja. Und auch so eine Konstellation, ein Mann, der noch eine andere Frau hat? Ja, der ist verheiratet. Er hat dann mit mir am 6. Dezember Schluss gemacht, nach 4 Jahren. Also ich musste mich in der Beziehung also andauernd verstecken. Ja. Es durfte überhaupt niemand erfahren, dass wir zusammen sind. Es gab keinen Urlaub, keine Feiertage, keine Geburtstag, absolut gar nichts. Oh Gott, 4 Jahre.
4 Jahre hat er mich versteckt. Mhm. 4 ganze Jahre. Und am 6. Dezember hat er dann gesagt zu mir, Karin, ich liebe dich nicht mehr. Er hat noch eine andere Frau kennengelernt und hat dann mit mir die Beziehung beendet und mit seiner Ehefrau auch und ist dann zu Hause ausgezogen und wohnt jetzt mit der anderen Frau zusammen. Na toll. Ja, ganz klasse. Und auf dessen, weil ich das einfach nicht verarbeiten kann, gehe ich seit Dezember in Swingerclubs. 4-mal in der Woche. 4-mal in der Woche? Du alleine? Ich ganz alleine, ja. 4-mal in der Woche gehst du in Swingerclubs? Ja, jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag. Und das ist dann schon so weit, wo ich mich im Moment selber verekle, aber ich mache es trotzdem noch, dass ich so am Abend mit 10, 12, 15 Männern einfach nur Sex habe. Es ist fast so wie Gangbang-Party. Und das 4-mal in der Woche. Boah, ja, ist das krass. Das ist aber wirklich, also 4-mal in der Woche Swingerclub finde ich schon eine ordentliche Leistung, in Anführungszeichen. Mhm. Und dann jeden Abend mit 9 bis 10, 12 Männern Sex haben. Hintereinander oder wirklich so in so eine Gruppensexgeschichte? Es ist so, mit einem Mann gehe ich auf die Matte. Matte sagt man, ne? Man sagt Matte. Ja, und dann kommt dann noch jemand dazu und dann nicke ich einfach und sage, ja, komm dazu. Und dann ist es dann so extrem, dass schon manchmal wirklich 12, 13 Männer da sitzen und ich lasse sie dann einfach mit mir poppen. Also, du wirst penetriert letztendlich von allen Männern. Ja, und ich lasse mir das auch gefallen und danach denke ich dann, warum machst du das eigentlich? Das ist ja wirklich schon, das ist eine ganz heftige Aktion, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man das irgendwie gar nicht will, sondern wenn du sagst, ich habe hinterher ein Ekelgefühl. Manches Mal habe ich wirklich ein absolutes Ekelgefühl dabei. Und das ist bei mir einfach nur dieses Frustpoppen. Mhm. Warum? Lass mich mal fragen, wenn du liegst auf deiner Matte und lässt da 10, 12 Männer über dich rüber rutschen. Ja. Ne? Man kann es ja so sagen. Irgendwie ist es man ja so. Man kann es so sagen, ja. Was geht währenddessen in dir vor? Währenddessen, was denkst du da? Dann denke ich, okay, die sollen einfach mit mir poppen und mich benutzen, so wie mein Ex das gemacht hat. Ich denke mal, er hat mich einfach auch nur benutzt. Mhm. Er hat mir da wirklich das Tollste erzählt, was er mit mir machen würde, wenn er sich jetzt trennt. Du fügst dir durch diese Aktion selbst nochmal einen Schmerz zu? Letztendlich, wenn man es zu Ende denkt? Ja, wenn man das so sieht, ja. Mhm. Empfindest du denn währenddessen eine sexuelle Lust? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin in dem Moment, wo ich da auf der Matte liege, da denke ich nur, lass jemand einfach machen, dann tue ich halt so, als wenn ich das wunderschön finde. Ich spiele da auch einen Orgasmus vor, sage ich jetzt mal so. Und also die ahnen überhaupt gar nicht, das, was in dir vorgeht. Die wissen das überhaupt nicht. Wenn du dann nach Hause kommst, dann hast du diese heftige Aktion hinter dir. Mhm. Was ist dann zu Hause für ein Gefühl in dir? Dann fühle ich mich einfach wieder, wie soll man das sagen, also ich fühle mich einfach schmutzig danach. Mhm. Ich fühle mich wirklich schmutzig und dann sitze ich hier zu Hause, dann hole ich mir die Augen aus und denke, Mensch, warum machst du das eigentlich? Hm. Ich verstehe das einfach nicht. Und gibt es andeutungsweise eine Antwort darauf, warum? Für dich schlüssige Antwort? Es gibt für mich keine Antwort darauf. Hm. Aber du fühlst dich schmutzig, du heulst, es ist alles nicht in Ordnung, gehst dann aber den nächsten oder übernächsten Tag schon wieder? Eben, ich gehe dann wieder hin. Was treibt dich denn dann dahin? Ich kann es dir nicht sagen, Domian. Es ist einfach, vielleicht ist es das, weil ich mich ausgenutzt fühle, dass es vielleicht nochmal so kommt und ich vielleicht langsam Hass gegen Männer habe und ich vielleicht für mich selber denke, okay, der eine hat mich nur ausgenutzt und dann nutze ich die anderen auch aus und spiele ihnen vielleicht einfach nur was vor, dass ich das toll finde. Ja. Mittlerweile ist es schon so weit, dass ich bei dem Clubbesitzer, in dem Club, wo ich immer gehe, dass ich mich da für Samstag schon für eine Gangbang-Party freigegeben habe. Auch eine interessante Formulierung, ne? Freigegeben habe. Ja, er sagt zu mir, Mensch, Karin, du gehst mit so vielen Leuten an einen Abend auf der Matte, wollen wir nicht mal Gangbang-Party machen? Ich sage, okay, dann organisier das. Und bis jetzt sind da 20 Anmeldungen schon. Wie viele Anmeldungen? 20. 20 Anmeldungen. Ja. Sag mal, Zwischenfrage, ich hoffe, dass das aber alles mit Schutz passiert, ne? Alles mit Gummi. Mhm. Also sobald ich merke, da sagt jemand, wir machen das ohne Schutz, dann sage ich, dann kannst du ja gehen, weil das überhaupt nicht. Hast du denn in den letzten Monaten zu Hause oder in anderen Umständen oder Situationen noch eine sexuelle Lust? Nee, überhaupt nicht. Befriedigst du dich zu Hause selbst? Nein. Gar nichts? Gar nichts. Ist alles tot nicht. Und es alles... Es ist einfach, es geht nicht mehr. Mhm. Ich habe da mal jemanden kennengelernt
Und er sagt, hör doch auf damit, wir können eine Beziehung eingehen. Ne? Mhm. Und er hat mich auch unheimlich lieb. Und dann sage ich, okay, jetzt mache ich das mal 2 Wochen nicht. Das hat auch wirklich gut geklappt, nicht in den Club zu gehen. Und ich habe da auch nichts vermisst. Aber dann hat er mir wieder gesagt, du pass auf, ich bin noch verheiratet. Und dann sage ich, hör mir auf, ich habe das hinter mir 4 Jahre. Ich kann das einfach nicht mehr. Kann ich mir denken. Ich schreck da einfach zurück, sobald irgendwie was Privates kommt. Und so, hast du ja eigentlich schon eine ganze Menge gesagt. Du hast gesagt, dass du da megamäßig enttäuscht worden bist und verletzt worden bist. Ja, 4 Jahre lang. Ja, dann hast du selbst gesagt, ich gehe da hin, um vielleicht einen Hass gegen Männer aufzubauen, vielleicht um mir selbst auch noch mehr weh zu tun. Da geht mir gerade im Kopf... kommen mir gerade in den Kopf Geschichten, die mir Frauen oder Menschen erzählen, die sich selbst verletzen, weißt du, die sich selbst so die Haut aufschneiden. Mhm. Irgendwie so ein bisschen erinnert mich das daran. Ja, das ist mir auch schon passiert. Ich habe einfach mal ein Messer genommen und habe mich irgendwie an der rechten Hand ein bisschen geschnitten und das tat nicht richtig weh. Mhm. So, jetzt sind da ja klare Verbindungen zu sehen, die du selbst benannt hast und ich als Zuhörer auch so verstehe. Ja. Ich glaube, das ist jetzt ein leichtes für einen Psychologen, dort weiter einzusteigen und die wirklichen Zusammenhänge zu sehen und eventuell dann auch mit klaren Vorgehensweisen da etwas zu unternehmen. Ich würde dir dringend raten, Karin, wirklich ganz dringend raten, damit du nicht noch mehr versackst in dieser Welt und dir selbst noch mehr Schaden zufügst, dass du dir von außen Hilfe holst. Und ich möchte dir die erste kleine psychologische Hilfe jetzt durch meine Psychologin anbieten, die das Gespräch mitgehört hat. Du musst da was machen. Das ist, glaube ich, so schädlich für dich, wenn du dich jetzt weiter da reintreiben lässt. Du verletzt deine Seele immer mehr und letztendlich blockierst dich auch für ein neues Leben, eine neue Liebe. Ja, absolut. Also sobald da jemand kommt und sagt, Mensch, du bist doch eine ganz liebe, nette und wir können doch irgendwie gemeinsam was aufbauen, ich habe da so eine Angst vor, Domian. Mhm. Ich habe da wirklich... Ja. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe da einfach Angst vor. Noch eine Frage. Machst du das völlig geheim oder erzählst du das Freundinnen? Nein, das weiß überhaupt niemand. Eben, das kann man ja fast gar keinem erzählen. Ne? In meinem Bekanntenkreis haben die schon immer gesagt, ja, du hast überhaupt keinen Freund, wir kennen dich schon jahrelang. Mhm. Den konnte ich natürlich auch nie erzählen, dass ich halt eine Beziehung hatte zu einem verheirateten Ehemann. Das geht nicht, das kann ich bei mir in meinen Familienkreis nicht erzählen. Und jetzt kannst du dir nicht erzählen, dass du 4-mal in der Woche und so weiter, all das nee, machst. Das geht überhaupt nicht. Du legst jetzt auf und wirst zu meiner Psychologin, der Elke, zurückgerufen. Ja, okay. Und dann werdet ihr beide einen Weg finden, ich bin ganz sicher. Und den wirst du auch einschlagen, das wünsche ich dir sehr. Mhm. Alles Gute. Tschüss. Okay. Tschüss. Das war die Karin und jetzt begrüße ich ganz herzlich den Rolf. Nee, Ralf. Hallo, Ralf. Hallo, guten Morgen. 39, stimmt? Ja. Um was geht's denn, Ralf? Ich rufe an zum Thema Briefe vom Freitag. Ja. Und bei mir geht es darum, dass dieser Brief, also 6 Jahre nach dem Tod meiner Freundin, mir meine Tränen wiedergegeben hat. Mhm. Was ist das genau? Was ist da los? Was ist da passiert mit dem Brief? Also wir beide haben uns 1988 in der Krebsklinik kennengelernt und lieben gelernt. Ja. Haben auch beide überlebt und sind rausgekommen und sind zusammengeblieben und zusammengezogen. Und haben noch 17 Monate zusammengelebt. Mhm. Und sie wurde dann schwanger von mir, ohne dass ich es wusste. Mhm. Die Ärzte hatten sie damals schon gewarnt. Sie hatte eine Chemotherapie-Operation. Brustkrebs hatte sie auf der linken Seite gehabt, wurde die Brust entfernt. Ja, wie alt war sie da? 23. Ja. Zu der Zeit. Und ich war damals 24. Was für einen Krebs hattest du? Ich hatte also ein Leberkarzinom und die Lymphknoten unter dem rechten Arm waren befallen. Mhm. Und dann wurde sie schwanger von mir und die Ärzte haben gesagt, also sie dürfte das Kind eigentlich nicht bekommen, weil sie da in Lebensgefahr sich bringt und das Kind auch. Ja. Und so ist es ja leider Gottes dann auch gekommen. Als sie im 6., fast 7. Monat schwanger war, starb sie. Mhm. Das war am 18. Juni 1988 und mein Kind haben sie geholt vorher, die Ärzte, mit dem Kaiserschnitt. Ja. Und das Kind war auch nicht lebensfähig. Das starb laut Totenschein nach 1 Stunde und 38 Minuten. Ja. Und nach ihrer Beerdigung hat mir, 3 Tage nach der Beerdigung, hat mir ihre Mutter einen Brief in die Hand gedrückt von ihr. Das war ihr Abschiedsbrief sozusagen. Den sie bewusst als Abschiedsbrief an dich geschrieben hat. Ja. Ja. Und diesen Brief habe ich nie geöffnet. Bis an ihrem Todestag, es war am 18.
Juni 1994. Also sechs Jahre später? Sechs Jahre später. Ich hatte immer Angst, ich wusste nicht, was da drin steht. Lass mich kurz unterbrechen. Ist das nicht eine ganz natürliche Reaktion, dass man wahnsinnig gerührt und auch neugierig ist, wenn man dann so einen Brief bekommt? Vor was hattest du Angst? Was da drin stehen könnte? Vielleicht hatte ich Angst, dass sie mich verantwortlich dafür macht, dass wegen dem Kind und so, dass durch mich schwanger wurde und dass sie das Leben kostet. So hatte ich gedacht. Also so ganz diffuse Ängste, die eigentlich nicht begründet waren. Richtig, richtig. So, es hat dieser Brief, sechs Jahre hast du den ruhen lassen. Ja, den hatte ich mit ihr. Wo lag der sechs Jahre? Den hatte ich mit ihren Sachen. Ich hatte mir einen Pullover und so ein paar persönliche Sachen von ihr, Fotos und so. Ihr Poesiealbum, was sie als Mädchen hatte und solche Sachen. Ja. Und diesen Brief, den hatte ich in so einer Holzkiste. Mhm. Und jedes Mal an ihrem Todestag, das ist so ein Ritual gewesen, das mache ich heute noch, dann hole ich die ganzen Sachen raus. Mhm. Zünde eine Kerze an und denke an sie und an unser Baby und so. Und an diesem Tag habe ich gedacht, jetzt machst du ihn auf. Egal, was drin steht, ich muss es jetzt wissen. Und die Jahre davor lag der Brief einfach immer so da? Ich hatte ihn oft in der Hand. Hast du ihn immer wieder zurückgelegt? Ich habe es nicht gewagt. Und an diesem Tag, 1994? Geöffnet. Und ich muss dazu sagen, ich war vorher wie tot. Ja. Innerlich. Ja. Ich konnte nicht mehr lieben, ich konnte nicht mehr weinen. Mhm. Ich war immer so mit einem Bein Selbstmordkandidat. Also all die Jahre, diese sechs Jahre, die da vergangen waren. Richtig. Warst du in dieser Zeit völlig, völlig fertig, völlig kaputt. Ja, völlig kaputt. Was stand in dem Brief drin? Das wollte ich gerade so. Ich habe mit deiner Redaktion gesprochen und die sagten mir, dass ich es nur auszugsweise vorlesen soll, weil es sonst zu lang wäre. Ja. Also ich fange mal an. Mhm. Wenn du diesen Brief liest, bin ich nicht mehr bei dir. Leider hatten wir nur wenig Zeit. Mein lieber Schatz, ich danke dir für deine Liebe. Du bist der außergewöhnlichste Mensch, der mir je begegnet ist. Wir zwei haben uns in der Hölle der Krebsklinik kennen und lieben gelernt. Eigentlich ein ziemlich komischer Ort, um dort die Liebe seines Lebens zu finden. Seit einigen Tagen weiß ich nun, dass ich bald sterben werde. Leider gibt es keine Rettung mehr für mich. Ich habe Grauen vor der Angst, denn ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, dass ich bald sterbe. Die Ärzte wollen mich so lange am Leben halten, bis unser Baby geboren ist. Ich hoffe, dass unser Kind leben wird. Selbst wenn wir beide nicht mehr sind, würde so ein Teil von uns weiterleben. Ich weiß, dass du dir so sehr ein Mädchen wünschst, deshalb hoffe ich, dass es ein Mädchen wird. Wenn die Zeit gekommen ist, erzähle ihr, in Schrägstrich ihm, wer seine Mutter war. Ralf, erzähle unserem Kind unsere Geschichte. Sag ihm, dass es ein Kind der Liebe und der Hoffnung ist. Ralf, ich bin so traurig, niemals werde ich unserem Baby wickeln, ihm die Flasche geben oder es aufwachsen sehen. Aber nun bin ich mir sicher, dass du alles für unser kleines Würmchen tun wirst. Das ist so ein kleiner Ausschnitt. Also ein sehr liebevoller und ein sehr, sehr, sehr inniger und herzlicher Brief. Ja. Überhaupt keine Schuldzuweisung. Nein, nein. Es ist überhaupt nicht, gar nichts taucht in dem auf, vor dem du Angst hattest. Richtig. In dem auf, vor dem du Angst hattest. Gar nichts. Mein Gott, also das nach sechs Jahren, das ist ja jetzt schon so rührend, wenn man das hört. Wenn du das nach sechs Jahren, wo sich so viel aufgestaut hat, wahrscheinlich auch an Spekulationen, was wird das? Erzähl mal die Situation. Du hast dann da nach sechs Jahren diesen Brief in der Hand gehabt. Hast du nur geheult? Ja, da kamen meine Tränen wieder. Ich konnte nicht. Meine Mutter, die verstarb im Januar 94. Mhm. Und ich stand am Grab, ich konnte nicht weinen. Ich war. Also bevor du den Brief aufgemacht hast, verstarb du. Ein paar Monate, bevor ich diesen Brief geöffnet habe. Das heißt, dieser Brief hat alles freigesetzt in dir. Ja, ja. Ich konnte nicht mehr weinen. Mein Herz war zugeschnürt irgendwie. Kalt. Mhm. Ich war kalt wie eine Hundeschnauze. Ich habe mich bei mir selbst erschrocken. Also dieser Brief geht in diesem Stil, so wie du es gerade vorgelesen hast, geht er weiter. Es gibt wirklich keinerlei Vorwurf an dich, gar nichts. Keinerlei Vorwurf, im Gegenteil. Sie hat mir noch den letzten Wunsch gesagt, das möchte ich auch noch gern verlesen, damit du dir ein Bild machen kannst, was das für ein Mensch war. Mhm. Das finde ich im Moment ziemlich wichtig. Mhm. Also, um eines möchte ich dich bitten. Ich weiß, das wird sehr, sehr schwer für dich sein, aber bitte erfülle mir diesen letzten Wunsch. Suche dir nach einer gewissen Zeit der Trauer ein Mädchen, denn du brauchst eine Frau an deiner Seite und unser Kind braucht eine Mutter. Du bist erst 24 Jahre alt, du darfst nicht alleine bleiben. Dafür bist du viel zu wertvoll. Glaub mir, du wirst ein Mädchen finden, die dich genauso liebt wie ich, denn du bist etwas ganz Besonderes. Ach ja, und hänge dann all meine Fotos von der Wand, denn sonst wird das Mädchen sich immer komisch fühlen. Mein geliebter Schatz, nun sage ich auf Wiedersehen zu dir, denn ich hoffe, ich sehe dich und unser Kind irgendwann, wenn der Tag der Auferstehung der Toten ist, wieder. Danke für alles, was du für mich getan hast.
Erziehe unser Kind mit Liebe und Geborgenheit, dann wird aus ihm ein guter und wertvoller Mensch werden. Möge Jesus Christus immer seine schützende Hand über dich und unser Kind halten. Ralf, bitte begehe keine Dummheiten, ich meine Selbstmord oder so. Oder Drogen oder sowas in der Richtung. Sonst kommt dir die alte Tina vom Himmel heruntergeflattert und versohlt dir deinen knackigen Hintern. Versprich mir das bitte. Ich werde dich immer lieben, mein geliebtes kleines Bärchen. Leb wohl. Mit letzten Grüßen in tiefer Liebe und Dankbarkeit, deine Bettina. Gott, Ralf, ist das traurig. Es ist traurig. Wir haben uns auch sehr geliebt. Das war ganz was Besonderes, wenn du dich in so einer Hölle kennenlernst. Lass mich gleich was sagen. Es ist traurig, aber auch so großartig. Was für ein toller Mensch war das. Ja. Dass sie sowas schreibt, dass sie dir die Freiheit gibt und sie sagt, dass es dir gut gehen soll, dass es dem Kind, sie ist davon ausgegangen, dass das Kind lebt, dass es dem Kind gut gehen soll. Ja, ich habe sie noch, das mache ich mir heute noch Vorwürfe angelogen in ihrer Nacht. Ich war ja dabei, sie ist ja sehr bewusst gestorben. Hm. Ich war in der Nacht noch dabei und ich habe das Kind gar nicht gesehen. Sie sagt, da hast du unser Kind gesehen. Ich sage, ja, lebt es? Ich sage, ja, das Kind, das lebt. Ja, gut, dass du es gemacht hast. Aber wusste ich schon von der Ärztin, dass es schon tot ist. Gut, dass du es gemacht hast. Ja. Aber ich konnte nicht ihr sagen, dass das Kind tot ist. Ne? Nun sind viele Jahre vergangen, du bist heute 39. Ja. Hast du dich, nachdem du den Brief dann gelesen hast und verstanden hast, hast du dich in ihrem Sinne verhalten? Hast du dich wieder verlieben können? Ja, aber ich hatte sehr, sehr großes Pech. Bei mir kam die Krankheit wieder zurück in 2001, das letzte Mal. Mhm. Mit Hodenkrebs und Lymphknotenkrebs auf der rechten Seite. Mhm. Auch Operationen, Chemo, Strahlung, das ganze Verwöhnprogramm, sag ich mal so. Ja. Und als du... Meine damalige Freundin hat mich deswegen verlassen, ja. Ach so, ja. Sie hat mir gesagt, also mit dir hat man eh keine Zukunft mehr. Das hat sie gesagt? Ja, knallhart. Wie schlimm, wie schlimm. Und seitdem bin ich allein. Hast du im Nachhinein dir Vorwürfe gemacht, dich geärgert, dass du 6 Jahre hast verstreichen lassen, bis du diesen tollen Brief dann gelesen hast? Was heißt Vorwürfe? Also die Angst war unbegründet, sag ich mal so. Mhm. Sie hat mich doch mehr geliebt. Die Frau hat dich wirklich geliebt, ja. Die hat dich aber wirklich geliebt, ja. Wo ist der Brief heute? Der liegt gerade vor mir. Der liegt vor. Ja, du hast daraus vorgelesen, dumme Frage, ja. Aber ich meine, eigentlich meinte ich, wo du ihn so sonst aufbewahrst. Ja, ich sage immer so in der Bettina-Kiste. Diese Holzkiste. Die gibt's immer noch. Mhm. Die ganzen Erinnerungen drin sind. Ja. Das ist eine sehr rührende Geschichte, Ralf. Eine sehr rührende Geschichte. Aber auch in aller Traurigkeit. Ja. Bitte? Ich sage, es ist auch ein bisschen Hoffnung da drin. Ja, ich wollte gerade sagen, in aller Traurigkeit ist es auch eine großartige Geschichte. Weil es einen so tollen Menschen zeichnet. Ja. Eine so tolle Frau. Ich werde sie auch immer lieben, das macht bei albern klingen. Mhm. Aber solange wie nur ein bisschen Leben in mir drin ist noch, und ich weiß nicht, ob es danach weitergeht, keine Ahnung, das weiß keiner. Das ist das letzte große Geheimnis. Ja. Aber wenn es eben wieder danach weitergeht, dann werde ich auch noch lieben. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Vor allen Dingen, dass du deine Krankheit in den Griff bekommst. Alles Gute. Ja, ich möchte dir auch noch was sagen zu dir. Ich beobachte dich schon lange, deine Sendung und so. Du bist wirklich ein guter Mensch. Und ich kenne dich zwar nicht privat oder so, man kennt dich nur aus dem Fernsehen. Aber ich denke, wenn einer das Bundesverdienstkreuz verdient hat, dann bist du das, weil du sehr, sehr viel für die Menschen schon getan hast. Und ich denke, irgendwann wirst du das auch zurückbekommen. Ich danke dir sehr. Okay. Tschüss. Halt die Ohren steif, ne? Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Wolfgang und Wolfgang ist 43 Jahre alt. Ja. Hallo Wolfgang. Ja, hallo Domian. Deswegen hast du angerufen. Was ist dein Thema? Ja, also erstmal möchte ich mich meinem Vorredner, dessen Geschichte ja gerade sehr, sehr heftig war, seinem Schlusswort anschließen. Vielen Dank. Dankeschön. Gut, mein Thema sind Tetrapacks. Was? Tetrapacks? Tetrapacks, richtig. Diese Tüten? Diese Tüten, genau. Diese Tüten. Und zwar, wo man Milch reintut und Saft und sowas. Ja, seit circa 20 Jahren. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Die Leitung ist nicht so ganz toll. Was ist seit 20 Jahren? Seit circa 20 Jahren sammle ich die. Ach, sammelst du die? Ja. Gibt es die schon so lange eigentlich? Ja, ne, die gibt's schon ziemlich lange. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Ja. Die gibt es schon ein bisschen länger. Die ersten kamen raus, das waren damals, vielleicht kannst du dich daran erinnern, diese dreieckigen Sohnkistpackungen. Stimmt, ja, genau. Ja, das war auch schon sowas, ja. Ja, da habe ich auch noch welche von. Aber in der Regel sind die doch so diese, wie man diese Haarmilchtüten kennt und Safttüten und sowas. Da gibt's allerdings auch, wenn man sich in der Richtung ein bisschen schlauer macht und ein bisschen umguckt, aufmerksam guckt, einiges mehr. Also es gibt auch andere Formen, interessantere Formen.
diese Zoom-Kist-Form zum Beispiel war ja damals wie so eine kleine Pyramide, ne? Sah das aus? Ja, ja, richtig. Ja, nicht in seltsame Form war das. Seit 20 Jahren sammelst du das. Warum? Mhm. Warum? Das, wie soll ich das sagen? Das ist im Prinzip aus einer Bierlaune, sage ich mal, dazu entstanden. Wir hatten uns mal damals dann drüber unterhalten, was passiert eigentlich, wenn man so ein Ding lange, lange, lange überlagert. Und ein paar verschiedene geholt, Säfte, Milch etc. pp. Einfach in den Keller gestellt und lass stehen. Ne? Ja, ja. Ja, und da ist dann so im Laufe der Zeit so eine, ja, meine Frau sagt, eine Manie rausgeworden. Die sagt immer, du hast eine Macke, Alter. So, wenn man sich das vorstellt, 20 Jahre sammelt der Wolfgang, angefangen im zarten Alter von 23, sammelt er diese Behälter. Da müssen doch unsagbare Mengen zusammengekommen sein, oder? Nachdem ich mit deinem, ich hatte ja letzte Woche hatte ich meine E-Mail hochgeschickt und hatte mich der Tim angerufen aus seiner Redaktion und mir dann gesagt, dass ich wohl heute oder morgen eventuell angerufen werden würde. Daraufhin habe ich mich dann mal bequemt und mal durchgezählt. Aha. Und? Ich habe jetzt exakt 19.864. Nein. 19, also fast 20.000 Tetrapacks. Ja. Leer gehe ich davon aus. Nee. Voll. Voll? Voll. Voll. Das voll, heißt also mit Säften, mit Milch, mit allem möglichen Kram. Ja, mit Saft, mit Milch, mit Alkoholika. Ja, da brauchst du ja eine mit Alkoholika. Ja, Wein, genau. Wein gibt's auch in Tetrapacks. Genau. Wein, es gibt sogar, das ist eigentlich das, was also in meiner Sammlung, was ich als am originellsten empfinde, das ist ein Pack aus den USA. Da ist Whisky drin. Aha. An Bourbon. Ist das eigentlich eine Erfindung aus den USA? Tetrapacks, ja. Ja. So, du musst doch eigentlich eine Lagerhalle voll haben. Wo lagerst du das alles? Ich habe halt so einen Kellerraum. Ja. Ziemlich groß, von knapp 25 Quadratmetern. Das ist nicht groß. Bitte? Das ist nicht groß, 25 Quadratmeter. Ja, es ist eine Frage der Organisation. Es sind also rundherum Regale bis zur Decke. Wie, in diesem einen Raum hast du all die Sachen gelagert? Ja, richtig. Der Raum ist gekühlt. Da steht ein Kühlaggregat drin. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. 25 Quadratmeter und da stehen fast 20.000 Tetrapacks. Ja, die Regalböden, die haben also exakt den Abstand, dass genau ein Tetrapack ist. Ja gut, stimmt. Das ist natürlich, wenn man das ganz eng stapelt, kann das natürlich hinkommen. Ja, vielleicht. Ja, ja, sicher. Also, du hast gerade durchnummeriert und durchetikettiert, wann, wo erworben bzw. von wem gekriegt, weil ein paar Freunde von dir bringen hin und wieder schon mal was mit aus dem Urlaub. Und wenn du in guter Stimmung bist oder es dir mal schön machen willst, gehst du in den Keller und guckst dir so deine Sammlung an, oder wie? Das eigentlich weniger. Hin und wieder, gut, ich gehe regelmäßig runter und gucken, ob vielleicht irgendwie was mal schadhaft geworden ist. Mhm. In der Tat. Passieren. Ich meine, ich habe 2 Grad drin, exakt, 2 Grad plus im Keller. Mhm. Mit ungefähr 10% Luftfeuchtigkeit, weil sonst setzen die Dinger teilweise Schimmel an. Und also die sind so lange, das hält schon so lange da drin, ne? Also es geht, die Dinger gehen nicht kaputt. Nee, also ganz zu Anfang ist es mir passiert. Mhm. Vor allen Dingen gerade mit diesen Sachen, wo dann Milch drin war oder sonst was. Und bis ich dann mal auf die Idee verfallen bin, einfach mal so einen Tetrapack in ein Gießharz reinzusetzen, in so einen Block. In was? In Gießharz? Gießharz, Kunstharz, ja. Ja, ich verstehe das nicht. In Gießharz? Ja, Kunstharz kennst du doch, dieses durchsichtige Kram. Ja, ungefähr. Ich ahne, was du meinst, ja. Mhm. Ja. Aber hör mal, wenn das voll Milch ist oder so, das muss doch alles längst nicht nur schimmelig sein, das muss doch irgendwie völlig, völlig marode sein. Der Inhalt teilweise. Ja, da gehe ich von aus. Ne? Also wenn das Ding aufmacht, also nicht, dass das mal explodiert, weil es so schlecht ist, dass es irgendwie solche Gase entwickelt hat und so, das kann nicht passieren. Also bislang noch nicht. Ist noch nicht. Du hast gerade gesagt, das Kurioseste oder das Ungewöhnlichste ist der Whisky in Tetrapack. Was gibt es denn sonst noch Ungewöhnliches? Ja, wie gesagt, es gibt Säfte, es gibt also was Konserven, hier sozusagen, ich sag da einfach Konserven zu. Meine Konserven sind allgemein in Dosen, aber diverse Früchte, es gibt Puddings, es gibt Breie. Aber das hauptsächlich sind eben Säfte und Milch. Ne? Genau. So, nun kann man ja fragen, du hast zwar gesagt, wie das damals so anfing, aber nun kann natürlich der aufmerksame Zuhörer fragen, mein Gott, warum macht der das? Das kostet viel Geld, der muss das richtig lagern, der hat ein Kühlaggregat, der kauft wahrscheinlich, du kaufst immer wieder neue Sachen dazu auch, ne? Das ja. Ja, warum?
Warum? Was hat man davon, diese Dinger zu sammeln? Was hat man davon, Bierdeckel zu sammeln? Oder ja, Schafe? Gute Frage. Ja, ne? Ja, das würde ich genauso fragen. Aber ich frage dich jetzt, da du diese Tetrabags sammelst. Ich finde das eigentlich irgendwie ein originelles Hobby. Ja. Also dir macht's einfach Spaß. Auch wenn wir das nicht nachvollziehen können, aber es ist kurios und dir macht Spaß. Du hast natürlich völlig recht. Es gibt Leute, die sammeln die absonderlichsten Sachen und haben einfach Spaß am Sammeln und Spaß auch, sich das Gesammelte dann immer wieder mal anzugucken. Und so wird das bei dir genauso sein. So ist es. So, ja. Gut, Wolfgang, dann viel Spaß weiter. Wer weiß, was du in den nächsten 20 Jahren noch alles sammeln wirst und was da alles bei rumkommt. Ne? Domian? Ja. Ich sage dir etwas. Hier ist Surprise in Time, das versteckte Mikrofon von OS Radio. Ach. Was, von ORF Radio? OS Radio. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Ein lokaler Sender im Bereich Osnabrück. Das ist ja lustig. Das heißt, ich bin jetzt raus. Das ist was wie versteckte Kamera. So ähnlich, ja. Du bist aber nicht bei uns live drauf. Ich bin nicht live drauf. Das heißt, Das heißt, du sammelst gar nicht diese Tetrapacks. Nö. Das finde ich ja lustig. Das war aber sehr, sehr, sehr gut gespielt. Man hätte es wirklich fast glauben können. Nee, was heißt glauben? Nicht fast, man hat es glauben können. Wirklich, ja. So, das ist ein lokales Radio. Wo strahlt das so überall aus? Wie weit strahlt es aus? Wie viele Kilometer? Landkreis Osnabrück, 60, 70 Kilometer. Landkreis Osnabrück. Ihr Filus da in Osnabrück. Wann wird es ausgestrahlt? Wollen wir ein bisschen Werbung für dich machen? Kann ich dir auch nicht genau sagen. Ich werde es dir aber per E-Mail deiner Redaktion zuschicken. Aha. Außerdem sehe ich hier gerade aus meiner Regie, du hast einen Fehler gemacht. Du hast einen großen Fehler gemacht. Erzähl. Ja. Tetra Pak wurde nicht in Amerika, kommt nicht aus Amerika, nicht in den USA erfunden, sondern... In good old Germany, ne? Nein, in Schweden. Ach, in Schweden. Siehst du, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich dich... Hätte ich mich gehabt, ja. So, recherchiert. Dann, lieber Herr Kollege, dann wünsche ich gutes Gelingen und schneide die Aufzeichnung schön zusammen. Und ich nehme es dir nicht übel, war eine nette Sache. Ich wünsche alles Gute. Wenn ich denn senden darf, ist es mir lieb. Ja, natürlich. Ist doch okay. Ist doch Ehrensache. Gut. Dann möchte ich dich damit, gebe ich dir dann Bescheid, wenn du dann möchtest, mal ganz herzlich zu unserer langen Nacht in der zweiten Jahreshälfte einladen. Okay, da können wir dann nochmal telefonieren drüber. Alles klar. Okay, alles gut. Verbinden Sie mich nochmal mit der Redaktion? Ja, okay, dann musst du auflegen, dann rufen wir nochmal zurück. Tschüss. Alles klar. Gut, tschüss. Ciao. Ja. Die versteckte Kamera kommt auch irgendwann nochmal. Da muss man gewappnet sein für sowas. Jetzt bin ich gespannt. Gabi, 37, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Du bist aber echt. Ich bin echt, ja. Das fand ich aber gut. Ja, das war lustig. Das war wirklich lustig. Ja. Gabi, um was geht's denn? Mein Thema eigentlich ist die Eifersucht zu meinem Mann. Das frisst mich wahnsinnig auf. Wie lange seid ihr verheiratet schon? Wir sind jetzt genau ein Jahr verheiratet. Erst ein Jahr? Aber 5 Jahre sind wir schon zusammen. Und ist die Eifersucht zu stark geworden, seitdem ihr verheiratet seid? Ein Jahr zuvor. Also die Eifersucht besteht schon 2 Jahre. Und zwar aus dem einfachen Grund, ich bin im Moment arbeitslos. Mein Mann hat vor 2 Jahren einen Dienst angefangen bei der Wach- und Schließgesellschaft, wo er nur Nachtschichten macht und auch mitunter mit Frauen zusammenarbeitet. Ja. Und da habe ich dann rot gesehen. Und zwar scheinbar hängt das von meiner Vergangenheit, was natürlich auch falsch ist. Aber da warst du eifersüchtig. Ich habe es gerade so verstanden, er sei eifersüchtig. Nein, ich. Du bist eifersüchtig. Ich. Du bist eifersüchtig. Ich. Mhm. Und das ist mir sehr unangenehm. Weil ich das in meiner vorherigen Ehe nicht kannte. Wie macht sich denn die Eifersucht, wie zeigt die sich denn, diese extreme Eifersucht? Die kommt einfach so, das liegt doch vielleicht daran, ich bin zu oft doch alleine, wir leben hier auf dem Lande. Und ich bin eigentlich gewohnt, so auf vielen Menschenkontakt zu kommen, aber in der letzten Zeit ist das wohl nicht so der Fall. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Schuld dran. Sag mal ein paar Beispiele, wo man sagt, mein Gott, das ist ja übertrieben, dass die Gabi da so reagiert. Sag mal so ein paar Eifersuchtsbeispiele. Mit der Eifersucht jetzt? Ja, klar, da reden wir ja drüber. In welchen Situationen bist du extrem eifersüchtig? Na, das kommt einfach so heraus, obwohl es vielleicht gar keine Gründe gibt.
ich kau dann irgendwie manchmal so eine Sachen raus, die vielleicht gar nicht stimmen. Mhm. Weiß ich nicht. Also verbietest du ihm auch, also das Thema, das machst du nicht. Du hast gerade gesagt, verbieten tue ich ihn nicht. Ja. Arbeitet er noch bei der Firma, die du gerade genannt hast? Ja. Und da gibt es immer noch Frauen? Ja. Und du bist immer noch hoch aufgeregt und angespannt, wenn er dann zum Dienst geht? Ja. Immer, weil du Angst hast, da könnte irgendwas passieren? Ja, und zwar, weil meine erste Ehe lief nämlich auch so. Ich war nämlich Schichtarbeiter. Mhm. Und mein Mann hat mich dann betrogen. Und ich habe das dann auch erst, weiß ich wann, zu erfahren bekommen. Aber dieser Mann, den du jetzt hast, der hat dir noch nie Anlass dafür gegeben? Eigentlich noch nicht. Noch nie? Da ist nie irgendwas vorgefallen, wo du stutzig wirst oder misstrauisch? Nein, oder so? Noch gar nicht. Nichts. War alles im grünen Bereich bisher? Bis jetzt ja, aber ich habe trotzdem Angst. Ich komme damit nicht ganz klar. Und vor allem das Schlimme ist ja, was mir auch sehr unangenehm ist, dass ich ihn schon auf der Arbeit praktisch mit dem Auto hinterhergefahren bin. Und das ist mir sehr unangenehm. Mhm. Ich würde mir am liebsten selbst auf den Finger hauen. Ja, das ist natürlich schon heftig, wenn du mit dem Auto... Ja, das ist heftig. Ja. Gibt es noch andere Beispiele? Nee, eigentlich nicht. Aber es ist nur, dass ich ihn dann auch schon hinterher spioniert habe. Ja. Und thematisierst du, redest du auch viel darüber? Bei ihm? Mit ihm? Ja, eigentlich ja. Er weiß es, dass ich eifersüchtig bin. Und wird er da, geht ihm das ja auf die Nerven schon? Ich denke mal ja. Ja. Was mir selber, ich muss ehrlich sagen, mir geht es selber auf die Nerven, ihn damit zu belasten. Mhm. Vor allem, wir belasten uns gegenseitig. Sag mir mal so, wie oft dieses Thema zwischen euch beiden ist, die Eifersucht. Das kommt bald schon täglich vor. Täglich. Das ist ja das Schlimme dabei. Obwohl nichts vorfällt, obwohl nichts vorliegt, nur weil er nachts da mit ein paar Mädels arbeitet. Ja. Was ja normal ist, dass man auch Arbeitskolleginnen hat. Ne? Ist ja richtig. Ich habe ja selber mit Männern zusammen gearbeitet. Müssen wir gar nicht drüber reden. Aber Gabi, dir ist ja völlig klar, dass man mit so etwas kann man eine Beziehung kaputt machen. Ist richtig. Und das, genau das will ich verhindern. Genau das. Mhm. Und ich komme damit einfach nicht klar. Hast du denn auch schon immer wieder mal versucht, so bewusst gegen dich anzugehen? Und wenn du man merkt ja, wenn man mit dem Thema anfängt, man will anfangen, darüber zu sprechen mit dem Partner, dass du dich dann wieder zurückgepfiffen hast und es runtergeschluckt hast? Ich versuche es. Ich habe es immer versucht, aber irgendwie sagt mir mein Kopf, dann geht das dann wieder los. Mhm. Ja, der Kopf sagt, der Kopf sagt wahrscheinlich Stopp, aber dein Bauch sagt Rede, ne? Ja, zumal ich ja diesen Mann, den ich jetzt habe, sehr lieben tue. Mhm. Mhm. Den ersten Mann habe ich natürlich nicht so jetzt lieb wie diesen Mann hier. Du liebst ihn sehr, er liebt dich auch. Ja. Das Problem ist irgendwie da, er weiß davon. Sagst du ihm auch, dass dir das leid tut, dass du da gar nicht so gegen angehen kannst? Na, ich habe zwar nicht direkt gesagt, dass mir das leid tut, aber ich habe gesagt, dass ich das gar nicht möchte. Und immerhin, das ist auch schon mal eine ganz nette Geste, dass er weiß, dass du da auch ein bisschen gefangen in dir selbst bist. Ne? Ja. Weißt du, was ich euch empfehlen würde, Gabi? Das ist gut für dich, das ist gut für ihn, um die Situation etwas vielleicht in den Griff zu bekommen. Ich würde euch empfehlen, ihr wohnt auf dem Land, sagst du, aber in der Nähe wird eine mittelgroße Stadt sicher sein. Ja, das ist richtig. Ja. Dann würde ich euch sehr dringend empfehlen, einmal, zweimal, vielleicht auch dreimal, aber das wird sicher reichen, zu einer Paarberatung, zu einer Eheberatung zu gehen. Dass ihr mit einem neutralen Menschen darüber sprechen könnt. So wie du mit mir jetzt darüber sprichst, dann ist dein Mann auch noch dabei. Ich glaube, dass das sehr hilfreich ist und das Ganze ein bisschen entkrampft, was da zwischen euch sich da so am Aufbauen ist. Das Schlimme ist ja, Domian, er lässt mich ja mit diesen Problemen irgendwo alleine sitzen. Mhm. Er hat irgendwie was dagegen mit Eheberatung oder sowas. Gut, also ich habe das schon mal angesprochen, aber er hält davon nichts. Dann kannst du ihm das nochmal vorschlagen. Wir werden dich jetzt mal gleich mit einer guten Adresse versorgen. Dann kannst du ihm das vorschlagen, nochmal. Wenn er das nicht machen möchte, fährst du einfach alleine hin. Dann hast du einen Ansprechpartner, wo du das auch nochmal ausführlicher alles besprechen kannst. Machst es vielleicht auch einige Male und hoffen wir mal, dass das Ganze sich dann dadurch abbremst. Ja. Wollen wir es mal so machen? Dann legst du auf und das heißt meine Kollegin, die Psychologin Elke, ruft dich gleich nochmal an. Ja. Ja? Und Domian, ich finde eure Sendung auch wunderbar und du bist auch ganz klasse. Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir. Tschüss, Gabi. Okay, tschüss. Frank, 36, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Frank. Hallo. Ja. Ja, wir haben da seit heute ein kleines Problem. Wer ist wir? Ich und meine Frau. Ja.
Und zwar ist es so, dass meine Frau schwanger war. Besser gesagt, immer eigentlich jetzt noch ist. Und wir haben also gestern um 15.30 Uhr erfahren, dass unser Kind keine Herztöne mehr hat. Kein was? Kein? Keine Herztöne. Keine Herztöne. Mhm. Also es ist tot. Mhm. Jetzt ist sie also im Krankenhaus. Mhm. Und wir haben da gleich nachgefragt, ob das irgendwie möglich ist, dass, wenn dieses Kind geboren wird, dass wir das beerdigen dürfen. Mhm. Es wurde uns gesagt, ab der 29. Schwangerschaftswoche dürfen wir das Kind beerdigen. Sie ist aber in der 28. Mhm. Das heißt, das Kind wird als Sondermüll angesehen. Mhm. Es soll obduziert werden und danach entsorgt. Mhm. Wir möchten unserem Kind aber einen Namen geben. Das dürfen wir nun auch nicht vor der 29. Schwangerschaftswoche. Ja. Und wir möchten es beerdigen dürfen. Ja. Wie ist da jetzt, gibt es da irgend so eine Rechtslage, die besagt, dass man das überhaupt darf, oder? Weil ich bin da relativ fertig im Moment, also. Mhm. Klar, völlig klar. Nun, ich weiß das natürlich nicht, wie genau die Rechtslage ist, aber gut, dass wir beide uns unterhalten, weil hundertprozentig wir einige Zuschauer oder Zuhörer haben, die das wissen. Und ich bitte die Leute, die das wissen, wie die Rechtslage ist, ob man in der 28. Schwangerschaftswoche, ob man darauf bestehen kann, dass das Kind ordnungsgemäß bestattet wird mit Namen, oder ob man da hilflos dem Gesetz ausgeliefert ist. Ich weiß, dass es da vor einiger Zeit eine Änderung gab. Ich weiß aber nicht, wie weit das nach unten gegangen ist, von den Wochenzahlen. Bitte euch sehr, wenn ihr Bescheid wisst, mir zu mailen, möglichst heute Nacht noch, unter Domian etwa der RDE. Morgen wird das Kind morgen wird die Geburt erst eingeleitet. Gut. Dann bitte ich die Leute, die das wissen, zu mailen unter domian@wdr.de oder zu faxen unter 0800 220 50 51. Wir geben das dann weiter an den Frank, um dir dann auch wirklich zu helfen, euch zu helfen, dass ihr wisst, wie ihr euch verhalten könnt. Ich finde das sehr schlimm, wenn man so etwas gesagt bekommt, dass das Kind als Sondermüll dann verwertet werden soll. Ja. Wer hat euch das gesagt? Das hat uns ja alles gesagt. Mhm. Und da steht man wahrscheinlich fassungslos da und kann gar nicht darauf reagieren, denn man ist ja schon geschockt genug, dass das Kind tot ist. Und Ja, Frank, wir machen Folgendes. Meine Psychologin kümmert sich jetzt nochmal um dich. Ich habe einen Aufruf ja hier gemacht, jetzt hier in der Sendung. Und wenn wir Informationen haben, werden wir dich sofort da von den Kenntnis setzen, okay? Okay, dann danke. Legst du bitte auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay, danke. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Dirk. Hallo Dirk, 33, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Dirk. Oh, schon da. Ja, mein Problem ist, ich habe seit 8 Monaten eine Beziehung mit einer verheirateten Frau. Und ich komme einfach nicht los von ihr. Seit 8 Monaten mit einer verheirateten Frau? Ja. Mhm. Also wir haben uns damals kennengelernt und ich bin ja mehr oder weniger so reingerutscht. Ich hatte mich gerade von meiner Freundin getrennt. Mhm. Und habe kurz davor sie kennengelernt. Und sie hatte mir aber damals gesagt, dass sie nicht verheiratet ist, sondern dass sie vorhat zu heiraten. Ja, wir haben uns auch aber immerhin hat sie gesagt, dass da jemand ist und dass sie vorhat zu heiraten. Ja, genau. Ja. Hat aber ihre Ehe verleugnet, sozusagen. Mhm. Ja, dann haben wir uns getroffen und irgendwann habe ich mich dann richtig in sie verliebt. Und sie sich auch in mich. Ja. So, das ging dann 3 Monate so. Und wann hat sie dir denn die Wahrheit gesagt, dass sie schon verheiratet ist? Nach 2 Monaten. Ja, auch ganz schön lange, ne? Ja. Mhm. Und das lief dann völlig, die Beziehung lief oder läuft völlig geheim? Ihr Mann weiß davon nichts? Er wusste bis, nach 3 Monaten hat sie versucht, sich zu trennen von ihm. Ach so. Meinetwegen. Mhm. Ist aber unter dem ganzen Druck, Familie und so weiter, sie kommt aus einem kleinen Dorf und hat es einfach nicht geschafft, es durchzuziehen. Hat auch Kinder? Nein, keine Kinder. Keine Kinder. Mhm. Aber ihr Leben ist eigentlich schon so festen Bahnen geplant. Mhm. Von wegen Haus soll gebaut werden, Kind soll gekriegt werden und solche Sachen. Du bist 33, ist sie in deinem Alter? Nein, sie ist 24. Ah ja. Mhm. Ja, und sie wollte sie halt trennen von ihm, hatte aber dann das Gefühl, sie müsse ihm eine Chance geben. Mhm. Ja, dann war eigentlich Funkstille angesagt. Nur nach 3 Tagen halt hat sie mir dann wieder geschrieben per SMS. Mhm. Und dann lief es eigentlich genauso wie vorher auch. Wir haben uns getroffen. Wie oft?
So zweimal die Woche. Ja. Immer streng geheim? Streng geheim, klar, natürlich. Aber er wusste natürlich, dass es einen anderen Menschen in ihrem Leben gibt. Sie hat gesagt, sie hat sich in jemand anders verliebt, hat aber nicht erzählt, dass wir schon irgendwie sexuell was hatten und so weiter. Mhm. Davon weiß er überhaupt nichts. Mhm. Ja, dann lief sie eine Zeit lang so weiter. Ich habe eine Hoffnung, dass sie einfach nur Zeit braucht, um halt sich von ihm zu trennen. Ja. Und habe dann auch keinen Druck mehr gemacht, habe also so laufen lassen, habe ihr das Gefühl gegeben, dass ich für sie da bin. Ja. Nur halt, es tat sich nichts. Für sie war es natürlich so, sie fuhr nach Hause, hat ihre gewohnte Umgebung gehabt und hat aber die Liebe bei mir gehabt. Mhm. Hat dir auch dann davon erzählt, dass so mit der Liebe nicht mehr so viel los ist zwischen ihr und ihrem Mann? Ja. Ja, also sie sagte, es wäre wohl viel kaputt gegangen. Er ist also ein Mensch, der auch nicht über seine Gefühle spricht, auch der nicht mal so mal, sie sagt, also sie sind jetzt 7 oder 8 Jahre zusammen, dass da von ihm nie mal so mal so eine SMS kommt, ich liebe dich oder so, er ist überhaupt kein Typ, also mal Blumen oder so, gar nichts. Jetzt läuft das Ganze 8 Monate so. Ja. Weiß er mittlerweile doch wieder Näheres, dass ihr was habt miteinander? Ich vermute schon, dass er es ahnt. Ja. Also sie sagt zu mir zum Beispiel auch, dass sie hat, die ganze Zeit eigentlich nichts mehr mit ihm hat sexuell. Muss ich natürlich erstmal so hinnehmen und glauben. Und nach wie vor ist es so, dass ihr euch so zweimal in der Woche seht. Ja. Und sie sagt, sie hat nichts Sexuelles mehr mit ihrem Mann. Sie liebt ihren Mann eigentlich auch nicht mehr. Nein. Traut sich aber da nicht rauszugehen. Ja. Und sagt dir, dass sie dich schon liebt. Ja. Und könnte sich auch vorstellen, mit dir ein Leben zu führen. Ja. Aber sie kommt nicht aus dem Pushen. Nee, genau. Ich habe einfach die Hoffnung, ihr Zeit geben zu müssen, habe ich mir immer so vorgestellt. Mhm. Nur halt, finde ich im Prinzip auch immer richtig in solchen Situationen. Nur, ich hatte ja gerade auch einen Fall, da ging es schon um ein Jahr. 8 Monate finde ich auch schon lang. Mhm. 8 Monate ist schon eine ganz lang, erheblich lange Zeit. Vor allen Dingen, wenn sie sagt, dass ihre Beziehung, sprich ihre Ehe, im Prinzip kaputt ist. Mhm. Ne? Also es ist ja noch wieder ein anderer Fall, wenn jemand sagt, ich bin hin und her gerissen. Ja. Ich liebe und der andere ist auch wichtig und weiß ich was alles. Aber wenn das so klar ist, ist das, finde ich, noch verletzender für den Dritten, sprich jetzt für dich. Mhm. Dann fragt man sich ja warum, ne? Ja. Warum? Warum geht sie denn nicht weg? Warum? Ja, sie sagt einfach, sie hat die Kraft nicht. Sie sagt, ja. Was heißt denn Kraft? Was bedeutet das? Ja, sich durchzusetzen, die Familie, alles da, alles zu sagen. Ich meine, einerseits die Familie... Sie sagt mir, für sie zählt auch so ein bisschen das Ansehen. Ne? Mhm. Und wenn sie jetzt sagen würde, mal zu, ich trenne mich von dir, ich habe seit über einem halben Jahr jemand anders, ihre Eltern würden aus allen Wolken fallen, weil sie alle denken, sie ist eine solide Person. Gut, sie muss es ja nicht ihren Eltern gleich auf die Nase binden, dass sie ein halbes Jahr mit einem anderen schon was hat. Ja. Das ist eine junge Frau von 24 Jahren. Mhm. Was will die denn, will die jetzt so... in dieser Situation, Konstellation alt werden mit einem Mann, den sie nicht liebt, mit dem sie gar keinen Sex mehr hat, nur weil die Familie streng guckt. Ja. Da hast du aber auch ein bisschen, finde ich schon, das Recht, ihr da mal ein bisschen Feuer unter den Hintern zu machen. Mhm. Aber wirklich. Ja. Sie steht ja nicht alleine da, sie hat ja dich. Ja, habe ich auch gesagt. Ja. Aber sie hat Angst, ich glaube, das ist ihre erste richtig feste, lange Beziehung. Mhm. Und sie hat natürlich keine Garantie, dass es mir auch gut geht. Ich meine, die kann ich ihr nicht geben. Nee, aber die hat man nie. Nee. Also mit Netz und doppeltem Boden kann man nicht leben. Nee. Gerade in Sachen Liebe gibt es keine Versicherung. Also da musst du, glaube ich, aber auch wirklich deine Position jetzt ein bisschen klarer machen. Ja, aber schwierig. Ja, klar, aber das ist ja für alle ist es ja eine unangenehme und unbefriedigende Situation. Für sie, für dich und auch für den Mann. Ich wundere mich, dass der nicht mehr, der wittert was, der ahnt was und lässt das alles so laufen. Ich denke mal schon, er ist vom Beruf Polizist. Sozusagen. Also er hat auch Schichtdienst, also genau wie ich auch. Mhm. Und es ist teilweise so, dass ich sie dann halt abholen muss, weil er in der Stadt, wo ich wohne, Dienst schieben. Wenn natürlich mein Auto vor der Tür stehen hat, ich meine, die merken ja sowas. Mhm. Ne? Wenn die Kontrolle fahren, kommt er schnell raus. Und es kommt oft genug vor, dass ich quasi zu ihr fahre und er mir entgegenkommt. Ich kenne sein Auto und dann muss ich sagen, habe ich schon ein schlechtes Gefühl, weil ich denke mal, normalerweise hat es ein Mensch nicht verdient, so hintergangen zu werden, so belogen zu werden. Nur, das hast du schon Mitgefühl mit ihrem Mann. Ja. Also du musst jetzt klare Verhältnisse schaffen. Boah, ich habe es versucht, aber du musst es nochmal versuchen. Boah, ich habe es 2 Tage geschafft, mich nicht zu melden. Am dritten Tag mir ging es so alien. Ja, mach ruhig mehr Druck. Mach mehr Druck. Mach mal Druck oder sag einfach, ich gehe. Dann ist das auch Druck. Boah.
Dann sag auch, ich gehe auch aus Selbstschutzgründen. Weil das ist ja, ja für dich auch alles unerquicklich. Ja, aber ich habe einfach gemerkt, sie ist meine absolute Traumfrau, wirklich. Ja, aber sie ist nicht deine absolute Traumfrau, Dirk, wenn sie nicht irgendwann Ja zu dir sagt. Mhm. Noch sagt die nicht richtig Ja zu dir. Nee. Dann ist es auch nicht die Traumfrau. Die Traumfrau sagt zu dir Ja, die steht zu dir. Mhm. Und die sagt, ich pfeife auf die Familie. Was heißt das überhaupt? Es ist doch keine Schande zu sagen, das funktioniert nicht mehr zwischen mir und meinem Mann. Mhm. Ich trenne mich jetzt, das ist doch keine Schande. Mein Gott, nochmal, das passiert hier 100.000 Mal überall. Na klar. Ja, so. Das ist natürlich so eine Aktion, wo ich dann auch denke, Menge, warum bleibst du da? Dann erzählt sie mir zum Beispiel, dass sie bewusst sich nicht mehr vor ihm auszieht. Mhm. Oder dass sie wartet, wenn sie baden gehen möchte, dass sie wartet, bis er zur Arbeit fährt. Mhm. Aber das ist doch lächerlich, das musst du dich doch alles nur provozieren. Na klar. Ja. Natürlich. Mhm. Klar, ich finde, jetzt mal aus der Haut fahren, aber ich denke mir, mein Gott, vielleicht muss sie einfach mal für sich selber bewusst werden, was eigentlich los ist. Ja, aber das schaffst du nicht mit so einer falschen Toleranz. Ich finde, dass man immer das Recht hat, da auch wirklich klare Positionen zu ergreifen. Mhm. Und das nicht einfach so laufen zu lassen. Mhm. Tu das. Alles Gute. Ja, das ist schwierig. Alles Gute, Dirk. Ja. Tschüss. Alfred, danke dir. Tschüss. Tschüss. Und Silvia, 26. Ja, hallo. Hallo Silvia. Also ich habe das Problem wie die ersten zwei Frauen am Anfang, nur andersrum, ich habe zwei Männer. Du hast zwei Männer. Jawohl. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und der andere ist halt auch verheiratet. Mhm. Wie lange läuft die Nebenlover-Geschichte schon? Heute genau ein Jahr. Heute genau ein Jahr. Dein Mann weiß nichts davon? Nein, die zwei sind Kollegen. Das auch noch? Jawohl. Wie fühlst du dich dabei? Meinem Mann gegenüber nicht gerade fair. Mhm, finde ich auch. Es ist. Warum machst du es dann? Weil ich in meiner Ehe nicht das kriege, was ich brauche. Was brauchst du denn? Nähe. Mhm. Weiß dein Mann, dass du das vermisst? Ja, wir hatten letztes Jahr eine ganz, ganz schwere Krise und im Januar war das. Und dann haben wir gesagt, wir versuchen es nochmal, auch der Kinder wegen. Mhm. Aber dann habe ich halt den anderen kennengelernt und ja, und seitdem läuft das halt. Und der gibt dir Nähe? Ja. Was heißt denn Nähe? Zuhören, Zärtlichkeit, Vertrauen. Also es geht gar nicht in erster Linie um Sex? Es hat angefangen mit Sex zwischen ihm und mir, aber mit der Zeit hat sich halt ziemlich viel entwickelt. Ja, würdest du so weit gehen, dass du sagst, ich liebe diesen Mann eigentlich? Ja. Diesen neuen Mann? Ja. Er dich auch? Ich denke schon, ja. Weil er will mit mir weggehen und mit meinen Kindern. Achso, er akzeptiert die Kinder auch? Ja, zwar, also nicht schwer, aber er akzeptiert sie, ja. Er würde mit dir weggehen, ein neues Leben anfangen, irgendwo. Ja. Dazu ist er bereit. Er ist ganz ungebunden. Nein, er ist verheiratet. Ach, das hast du gerade gesagt, ja, er ist verheiratet, genau. Richtig, ja. Richtig. Das heißt aber, er ist bereit, seine Beziehung zu kündigen, aufzukündigen für euch. Ja, zwar nicht heute und nicht morgen, aber wir haben darüber gesprochen und zwar schon tagelang, stundenlang und ja. Welche Empfindung hast du noch für deinen Ehemann? Gewohnheit, Mögen. Hm. Also Freundschaft? Ja, es ist eine lange Zeit gewesen, aber es war auch für mich eine sehr schlechte Zeit, weil er auch handgreiflich gewesen ist. Das gab's auch? Ja, er war sehr handgreiflich. Und wie lange Ehe und Kennen kennt ihr euch? Wir kennen uns 10 Jahre und Ehe haben wir seit 5,5 Jahren. Wie oft ist er handgreiflich geworden? Die ersten 3 Jahre von unserer Ehe mehrmals. Mehrfach. Mhm. Ja. Aber jetzt in letzter Zeit nicht mehr? Nein. Mhm. Mhm. Eigentlich, wenn du frei wärst und wenn du so ganz frei entscheiden könntest, würdest du gehen? Ja, sofort. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Das ist jetzt nur das ist die Vergangenheit, das sind die Kinder, das sind die Verpflichtungen. Richtig, und die Kinder sind noch sehr klein. Ja. Richtig. Mhm. Aber der andere Mann hat mir irgendwie die andere Seite des Lebens gezeigt. Wie alt sind die Kinder? Die eine wird jetzt 5 und die andere ist 1,5. Der Mann hat mir die andere Seite des Lebens gezeigt. Das ist ein schöner Ausspruch. Ja. Das heißt, so möchtest du leben, ne? Ja. So möchtest du, dass die Zukunft auch ist. Ja.
Er hat mir gezeigt, wie die Zukunft sein kann. Silvia, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Ja. Ich rufe gleich nochmal an nach der Sendung, okay? Ja, ist okay. Legst du bitte auf? Ja, mache ich. Okay, tschüss. In der Technik, Gute und Hausen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Tschüss. Ziehen durch die israelische Armee hat weltweit Besorgnis über eine weitere...